normaler Plankposition heben wir über Kreuz in Arm und den Beinen gleichzeitig an die Luft. Immer aufwechselnd. Insgesamt 12 Wiederholungen. Ohne Pause gehen wir direkt an die Seite, Stabi, und da kommen wir mit dem Ellbogen und mit dem Knie zusammen an der Strecke machen. Bein bleibt immer ein bisschen an der Luft, auch hier 12 Wiederholungen. Dann auch ohne zusätzliche Pause direkt auf die andere Seite wechseln und auch 12 Wiederholungen machen. Die nächste Übung fängt an der normalen Plankposition an, wo man verdächt an zwei Schritte mit dem Face nach außen gehen, und zwei, und da kommen wir seitlich vom rechten Knie bei Nierlebauer, dann am linken Knie bei Nierlebauer, und da kommen wir mit dem Face zusammen. Das ist eine Wiederholung. Insgesamt machen wir 6 Wiederholungen, beziehungsweise 7, weil ich mich gut dumm verzählt habe. Die nächste Übung ist eine Kombination, wo man für dich mit Pumpen aufhängen, 5 Stück, dann direkt handrum 20 Mountain Climber, für dann schlussendlich nächste ohne Pause mit 5 Pumpen abzuhalten. Die nächste Übung sind wir am Reverse Bridge und dann heben wir über Kreuz in Arm und Bein an die Luft. Und aus der Position kommen wir dann über Kreuz auch mit dem Knie bei den Ellbogen, strecken als nächstes ganz. Und dann kommen wir jetzt zusammen Knie bei den Ellbogen, 6 Mal auf alle Seiten. Dann kommen wir direkt an diese Position mit den Händen auf den Beinen. Nur der Körper noch Handen, Beine sind gestreckt und an der Luft. Bauchmuskeln nur gespannt und dann ist direkt am Boden.
Dann Seite stabil, allerdings das hier nicht in der Ärmel, mir just auf der Hand aufgesteibt. Und wir heben das Ewigbein rup und ruf, das ganze 12 Mal auf alle Seite. Drehen wir es dann direkt auf die andere Seite und machen noch durch zwei Wiederholungen. Ohne Pause legen wir es direkt auf den Bauch und dann strecken wir den weit nach vier und dann ziehen wir die Beine nach vorne, sodass die Schulter wieder zusammenkommen. Und dann ist der nach vier strecken, 12 Mal. Das ist eine kombinierte Übung, wo man mit Pumpen auf die Knie aufhängen, 5 Mal. Dann ist an der Handposition, wo die Knie liegt, vom Boden 14, eben gestreckt und 12 Mal die Fußbeine hinterziehen. Das Ganze natürlich die zwei Seiten. Und dann ist 5 Pumpen auf die Knie für abzuhalten. Dann kommt man Position von der Rücke stabil, allerdings nicht auf den Innerarm, sondern auch schon auf den Händen aufgesteigt. Der Körper ist ganz gestreckt, und mit zehn Aufwärts sind den E-Knie mit Brust und dann den anderen Knie. Insgesamt 12 Bewegungen.